Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Hannah, für alle, die mich noch nicht kennen, was mich mittlerweile echt wundert, die lernen mich jetzt kennen. Und bevor wir doch zu einem richtig geilen Thema heute wieder übergehen, tut mir doch den Gefallen, abonniert den Kanal, gebt mir ein Like, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir schauen uns jetzt gemeinsam das Intro an und sehen uns gleich wieder. Fast jeder von euch kennt bestimmt dieses Video. Das ist alles von oben bis unten voll ist mit Sperma. Überall einfach in meinem Gesicht, Dekolleté, Brüste, alles voll mit Sperma. Ich liebe. Und okay, wenn ich darüber nachdenke, wie ich damals ausgesehen habe oder dass ich noch gar keinen Plan hatte von Video, Belichtung oder Ton, bitte verzeiht mir das auch an dieser Stelle. Doch war das Video ganz beliebt und auch irgendwie aufschlussreich. Und ich dachte, ich knüpfe einfach nochmal an dieses Thema an. Ja, heute geht es um das Thema, wieder mal mein Lieblingsthema, Sperma. Denn mittlerweile habe ich ja noch mehr Erfahrung und kann nochmal aus eigener Sicht sagen, wie man eine Sperma-Ejakulationsmenge noch mehr steigern kann, was man dabei beachten sollte, was dabei wichtig ist und ja, meine Geheimtipps. Also erstmal, um zu erklären, wie viel Ejakulat ein Mann eigentlich hat, das sind so 1,25 bis 4 Milliliter. Das ist gar nicht so viel, das ist etwa so ein Viertel Teelöffel. Natürlich, wenn es dann so rauskommt, dann sieht es immer aus wie ein halber Liter. Und ich weiß, dass die Männer sich auch gern damit brüsten und sagen, dass es mehr ist, ist aber nicht so. Dann gibt es den Typ, der halt einfach so ein bisschen raustropft. Das muss man sich so vorstellen wie so eine Seife, wenn man da drauf drückt, dann entweder es kommt halt so ein bisschen raus oder man drückt drauf und es schießt halt einfach durch den ganzen Raum. Die meisten Männer haben ihre fruchtbarste bzw. ihre ejakulatstärkste Zeit in dem Alter bis 30 und da schießt immer am meisten raus. Mit zunehmendem Alter wird es dann einfach nach und nach ein bisschen weniger. Woran das liegt, dass ein Mann mehr spritzen kann und der andere weniger spritzen kann, beziehungsweise es weniger Ejakulationsvolumen rauskommt. Das liegt einfach A, an natürlich den Erbanlagen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ist vielleicht auch ein nicht so schönes Thema, wenn ich mir vorstelle, ihr fragt euren Vater, Papa, wie viel spritzt du eigentlich so? Unangenehm. Zweitens liegt es daran, wie gesund oder ungesund man sich ernährt und damit meine ich zum Beispiel, dass man zu viele gesättigte Fettsäuren wie Fastfood-Produkte und so weiter zu sich nimmt und da sollte man eher so auf ungesättigte Fettsäuren umsteigen. Da gibt es bei mir immer so einen kleinen Merksatz, den ich noch aus meiner Krankenschwesternzeit habe. Man sollte einfach das LDL, also das schlechte Cholesterin, vermeiden und ein bisschen mehr hab dich lieb, also das HDL-Cholesterin, zu sich nehmen. Das ist zum Beispiel viel in Nüssen, in leckeren Ölen, in Avocados, also all wahrscheinlich so solche Sachen, die Männer eher nicht so gerne essen, sondern Fleisch ist mein Gemüse. Ja, aber vielleicht solltet ihr das vielleicht einfach mal ausprobieren. Und merkt ja auch einen Unterschied. Damit meine ich jetzt aber nicht einmal das Essen und dann hat man ein Wunder da unten. Also Zauberei ist das nicht. Man braucht dann da schon ein bisschen länger, bis sich das Ganze umstellt. Das ist hoffentlich jedem klar an dieser Stelle. Dazu kommt natürlich noch, wenn man halt ganz gerne mal raucht oder irgendwie zu viel Alkohol trinkt, dass das auch nicht so gut ist für die Potenz und zwar vor allem für die Prostata. Deswegen kann das auch wiederum Einfluss auf die Spritzmenge haben. Dann vielleicht einfach mal ein oder zwei oder drei Zigaretten weniger am Tag und vielleicht auch mal das Bier am Abend weglassen. Und was ich immer noch sehr empfehlen kann, ist viel trinken. Wenn man viel trinkt und der Mensch besteht ja nun mal fast nur aus Wasser, dann sollte das da unten auch klappen, weil in unserem Blut ist Wasser, in all unseren Flüssigkeiten ist Wasser, logischerweise halt auch im Ejakulat. Und im zunehmenden Alter ist es ja so, dass die Vorsteherdrüse, sprich die Prostata, sich vergrößert. Das ist
normal. Aber man kann natürlich so ein bisschen durch gesunde Ernährung und so weiter dagegen auch vorbeugen. Und wenn es dann soweit ist, dass die erstmal vergrößert ist, dann ist es halt meistens so, dass natürlich auch nicht mehr so viel dann da rauskommt. Also wenn die Prostata kleiner ist, kann man mehr rausschießen. Und das Ganze hängt zusammen mit der Potenzmuskulatur im Beckenboden. Haha, wer hätte das gedacht? Also nicht nur wir Frauen können Beckenbodentraining gebrauchen zum Beispiel. Sowieso, wenn wir halt da unten das trainieren wollen, immer anhalten und wieder nachlassen. Und es gibt ja auch ganz viele andere Methoden dafür, gerade wenn man vielleicht eine Schwangerschaft hinter sich hatte, sondern auch für euch Männer ist das gut, damit sich das da unten wieder ein bisschen mehr strafft und ihr vielleicht dadurch wieder ein bisschen mehr Tinte auf dem Füller habt. Zusammenfassend kann man also sagen, es ist wichtig, erstens viel zu trinken, zweitens sich gesund zu ernähren, drittens Rauchen weglassen, viertens Alkohol weglassen, fünftens vielleicht mal Beckenbodentraining machen. Und sechstens, und das ist auch nicht außer Acht zu lassen, sage ich gerade auch immer meinem Drehpartner, vor dem Drehen bitte nicht dir einen von der Palme schleudern oder wenn man halt das Gefühl haben möchte, dass da mal mehr rauskommt. Mal, also 3 bis 5 Tage enthaltsam sein. Ich weiß, ihr Männer haltet das nicht aus und euch explodiert da unten was. Aber ihr könnt es doch einfach mal so als Selbstversuch testen, um zu gucken, ob denn da unten wirklich mehr rauskommt. Also was ich halt aus meiner Erfahrung jetzt zu dem letzten Video sagen kann, ist es auf jeden Fall so. Also das ist ein Punkt, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Damals war ich ja noch so relativ frisch am Anfang dieser Karriere und da konnte ich das noch nicht so gut einordnen. Und dann ist es ja auch immer so, mal hat man eine feste Beziehung, mal nicht, dann hat man mehr oder weniger Sex. Und jetzt, wo ich halt so sagen kann, ich habe im Moment einen Drehpartner, da sage ich dem immer so, bitte 1 bis 2 Tage, also vielleicht einfach reicht es schon, wenn ein Tag dazwischen Pause ist, mal nicht gleich die einen von der Palme rödeln. Und das merkt man tatsächlich, also wer meine Videos kennt, der weiß Bescheid. So, liebe Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder auch Mädels, wenn ihr darauf Bock habt, dass ihr euren Freund so richtig entsaften könnt, dann könnt ihr mal diese kleinen Tipps ausprobieren und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es immer noch nicht getan habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage bis dahin, Küsschen aufs Nüsschen, bleibt unanständig und bis bald.